1. März 2020. Nach etwa 12 Stunden Flug landen wir um 5.40 Uhr in Taipeh. Die MRT bringt uns zum Hotel am Hauptbahnhof. Ein Kaffee vertreibt die Müdigkeit. Der erste Tag unserer Taiwan-Reise liegt vor uns. Wir haben das Glück, noch vor den weltweiten Reisebeschränkungen Taiwan besuchen zu können. Mit kurzen Filmen möchten wir alle, die gerne in ferne Länder reisen, auf unsere Tour nach Taiwan mitnehmen. Im Gepäck haben wir immer noch Reisebücher mit dabei. In einem davon finden wir unseren ersten Spaziergang durch den Wanhua District. Wir beginnen mit dem Tianu-Tempel. Der Tempel fällt von außen kaum auf, umso mehr sind wir im Inneren von seiner Schönheit fasziniert. Ein paar Straßen weiter besuchen wir den Qingshan-Tempel. Er wurde 1856 erbaut. Es wird erzählt, dass der Gott Qingshan die Bewohner Wanhuas vor der Pest gerettet hat. Sein Geburtstag ist daher jedes Jahr eines der stimmungsvollsten Feste in Taipeh. In seinem Inneren befinden sich einzigartige Holz- und Steinkunstwerke. Der Spaziergang führt uns weiter zum Lungshan-Tempel. Die bunten Dächer mit ihren eindrucksvollen Holzschnitzereien spiegeln sich in einer der modernen Glasfronten der Stadt Taipehs wider. Der Lungshan-Tempel wurde im Jahr 1738 von Han-Chinesen erbaut. Er ist einer der wichtigsten Tempel Taipehs. In ihm kann man die einzigartige Tempelatmosphäre genießen. Wir bewundern die Tempelkunst und Tempelarchitektur des immer wieder durch Kriege, Taifune oder Erdbeben beschädigten und wieder aufgebauten Tempels. Der Spaziergang ist nach dem 12-stündigen Flug ab Frankfurt für den ersten Tag genau das Richtige, um in Taipeh anzukommen. Ein Mönch begutachtet die bunten Figuren auf dem Dach. Die Farben zeigen im strahlend blauen Himmel ihre volle Pracht. Auf dem Rückweg zum Hotel finden wir ein kleines Restaurant. Erstmals lassen wir mit taiwanesischen Köstlichkeiten den Tag auslaufen. Morgen möchten wir den Taipeh 101 besuchen, doch dazu mehr im nächsten Film.